Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft-Sachen, die du wissen solltest. Ich habe wieder 5 Sachen von euch ausgesucht und die stelle ich euch jetzt im Anschluss vor. Und wenn ihr weiter gute Ideen habt für Minecraft-Sachen, die ihr eigentlich wissen solltet, dann schreibt es mir per PN hier auf YouTube. Und dann folgt einfach, bis dann wird ein Video eingeblendet. Und ja, würde ich sagen, geht's los. Die ersten drei Dinge sind von Creeper Zombie Enderman Schaf und er schreibt: Erstens, ein geschorener Schaf wird Gras fressen, wächst die Wolle wieder nach. Zweitens, es gibt verschiedene Blöcke ohne Arten. Drittens, es gibt Blöcke, die kommen mit einem Tomatum. Und diese drei Dinge sind richtig. Wenn ich jetzt kurz mal hier ein Schaf hinnehme, das schiere, und dann müssen wir gleich mal drauf abwarten, bis es hier gefressen hat. Wie lange das dauert. Komm schon. Das kann man ein bisschen sperren hier. Klar, dass jetzt nicht läuft. Gut, dann. Ich sage nicht, ich kurz mal den zweiten Fakt reingekommen, so. Nicht was hat. Und zwar als weiteres gibt verschiedene Builds, zum Beispiel er hier. Für einen Fisherman, ja. Aber er hier ist ein Shepherd. Er hier ist ein Barbarian. Ein Cleric. Ein Farmer. Und ja, es gibt ganz viele Doppelwohnerarten. Noch ganz, das ist ein ganz alter Wildschirm noch. Den Fletcher haben wir noch hier. Wir haben einen Cleric. Auch einen Cleric hier. Weil sie sieht, es gibt verschiedene Doppelwohnerarten. Und ja, sollte man wissen. Oder für den Schaf. Weiß nicht, ja, noch nicht gegessen. Schade. Und ich sage den dritten Fakt. Es gibt nur verschiedene, es gibt Blöcke, die kann man im Command holen. Also zum Beispiel Barrier-Blöcke oder Command-Blöcke, zum Beispiel die hier haben wir so stehen hier. Ah, okay. Barrier, die gibt es wohl männlich im Inventar. Dann kann man nur wieder nominierte GIF und eigentlich ist man Barrier zum Beispiel holen. Ah, die gibt es nicht im Inventar, aber ich kann natürlich auch einen Command-Block holen. Ja, das geht auch mit Command. Oder was für ein. Ach, gibt es ja nicht mehr, ne? Okay, schade. Aber ihr seht, es gibt so ein paar Blöcke. Die kann man nur mit Dingens essen. Und ihr seht, da ist ein Schaf. Das Schaf hier, ihr seht hier, das hat Gras gefressen. Und die Wölle ist hier nachgewachsen. Sehr gut. Weiter geht's. Und die Fakten 415 von CC Fort 1 und 2 als erstes. Wenn man Zombiefleisch isst, besteht die Chance aber, dass man nicht vergiftet wird. Und zweitens, macht die Videos besser als 5 den Monster nicht ins Inventar bekommen. Und auch die letzten beiden Leute sind richtig. Wenn ich mir kurz mal jetzt hier. Eine ganze Stack und deswegen die Game Mode 0 wechsel. Ist jetzt fresse, ich brauch Hunger, ne? Effekt. 1000, Craft Tower. 3 für 30 Sekunden oder so. Also. Das ist zwar erste Zeit, ne? Also nochmal 343 oder so, ja. Und ich hoffe, es geht jetzt ein bisschen hin. Ach, ich habe den falschen Befehl gemacht, ne? Ach man. Aber ich kann euch eigentlich sagen, es kann sein, dass man vergiftet wird. Ja. Vielleicht muss man was hart machen oder so, dass wir jetzt so mit dem auf 0 gehen. Ich hoffe, dass jetzt hier ein bisschen vollkommen da. Und wenn ich das jetzt mal esse. Gebüffelt worden. Aber es kann auch sein, wenn man jetzt hier Rotflash isst, dass man nicht vergiftet wird, ja. Also dass man irgendwie mal ans Essen gilt und man nicht vergiftet wird. Und als letzten Fakt für heute, wenn ich mir mal kurz mal hier nehme, wenn ich jetzt rausspringe, ich bin jetzt hier aktiviert und wenn ich jetzt hier Mausrad drücke, kriege ich nur das normale Redstone, obwohl es hier gar nicht ist. Also hier kann ich verstehen, aber hier, das aktivierte, ist immer noch das Redstone-Erz. Sollte man ja auch wissen, dass man dieses aktivierte Redstone nicht ins Inventar bekommen kann. Gut. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass eine positive Bewertung da. Abonnieren vergessen und tschüss.